Danke schön, Frau Vizepräsidentin, geschätzter Hoher Landtag. Ich möchte gerne zum Punkt Tagesordnungspunkt 18 Dockstop etwas sagen. Und zwar über die wirkliche Entstehungsgeschichte dieses Antrages. Es hat im März letzten Jahres ein Markus Müller, Lkw-Fahrer aus Vorarlberg, schon seit vielen Jahren tätig in diesem Bereich, der Frau Landesrätin Cornelia Hagel ein E-Mail geschickt und ihr berichtet über diese Aufgabe des Dockstop-Vereins und was man denn alles machen kann. Tirol war nämlich das einzige Bundesland, das noch nicht in diesem ganzen Netzwerk verankert war. Auf dieses E-Mail ist nichts passiert. Ich habe den Herrn Markus Müller dann im Sommer kennengelernt, weil ich regelmäßig auf einem Lkw-Fahrerstammtisch bin, der da in Innsbruck stattfindet. Und dieser Markus Müller war dann da und hat mir eben von dieser Idee berichtet, was denn ein Dockstop-System alles kann. Und das war dann doch beeindruckend, weil es mir immer sehr um die wirklichen Probleme der Lkw-Fahrer in Tirol geht oder die durch Tirol auch fahren. Das schaut so aus, dass es ein gemeinnütziger Verein ist, ein Netzwerk, das es schon seit 2007 gibt, europäisch, und jetzt eben auch seit einigen Jahren in Österreich ist. Es gibt eine Zentrale, die ist in Altaussee, und von dort aus wird das ganze System gemanagt. Ich habe dann dieses E-Mail, das nicht weitergegangen ist, noch einmal der Landesrätin Hagele gebracht, und sie hat es dann Gott sei Dank in die Hand genommen, und wir haben das dann letztes Jahr im Sommer und Herbst ausgearbeitet, und gemeinsam dann sind wir zu diesem Antrag gekommen. Ich möchte aber noch einmal kurz sagen, was dieses Dockstop-System ist. Und zwar, es geht um nicht die großen Beschwerden eines Lkw-Fahrers, nicht wenn er wirklich einen Unfall hat oder wenn es ihm wirklich schlecht geht. Es geht auch um die kleinen Beschwerden. Der ist den ganzen Tag in Österreich, in Europa, in den Nachbarländern unterwegs und hat plötzlich eine Beschwerde und kann mit seinem 40-Tonner, den er schließlich da hinten dran hat, nicht einfach irgendwo ranfahren, auf irgendeinem Parkplatz fahren und zum nächsten Doktor gehen. Dieses Dockstop-System ist eine Telefonnummer, eine Hotline, wo er anrufen kann, und dort wird er dann hingeleitet auf einen Parkplatz, und dort wird er dann versorgt, wird ein Arzt bereitgestellt, oder er bekommt eine Taxifahrt zu diesem Arzt und wird dort versorgt und kann dann wieder guten Gewissens weiterfahren mit seinem Lkw. Also in der Praxis läuft es so ab, das Dockstop-System Austria funktioniert so. Der kranke Fahrer benötigt ärztliche Hilfe. Der nächste Punkt ist, er ruft diese Hotline an. Das Hotline-Personal nennt einen Dockstop-Anlaufpunkt, wo er eben hinfahren kann, und die Telefonnummer der Arztpraxis. Das sind alles Partner, und das sind alles freiwillige Partner, das sind alles ehrenamtliche Partner, auch dort, wo ein Lkw abstellen kann. Das sind teilweise Frechter, die ihren Parkplatz zur Verfügung stellen, und die helfen da alle mit. Und das Servicepersonal unterstützt die Fahrerinnen und Fahrer bei der Arztsuche im regionalen Bereich. Und dann kommt also eine zeitnahe Behandlung des Lkw-Fahrers durch den Mediziner, und der kann eben dann beruhigt weiterfahren. Es geht also da um einen Verein, der ehrenamtlich arbeitet. Er ist politisch unabhängig und ist eben seit 2007 im Einsatz und hat als Ziel, entlang des europäischen hochrangigen Straßennetzes, also es geht da wirklich um Autobahnen, mit einem Netzwerk an Partnern medizinische Grundversorgung, also Unterwegsversorgung für die Berufskraftfahrer sicherzustellen. Man hat da schon ganz gute Erfahrungen gemacht, und das Netzwerk funktioniert gut, und ich bin ganz froh, dass jetzt Tirol auch einen Partner hat oder Tirol auch ein Partner ist und dass es dort auch Partner geben wird, wo diese Lkw-Fahrer dann wirklich auch eine Anlaufstelle führen. Ein weiteres Ziel dieses Vereins ist es aber auch, die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen des Lkw-Fahrerpersonals unterwegs sicherzustellen. Und zwar geht es darum, freien Zugang zu Sanitäreinrichtungen, WC und Duschen zu haben. Das ist nicht selbstverständlich. Die Lkw-Fahrer müssen da teilweise was zahlen, wenn sie Dusche benutzen dürfen, Umkleiden benutzen dürfen. Und das war eigentlich zu Covid-Zeiten und Corona-Zeiten sehr, sehr schwierig. Da hat sich gar niemand um sie gekümmert. Aber es ist auch jetzt ein Riesenthema, und in Österreich kann man sagen, dass die Asfinag da ein guter Partner ist, weil die haben ja große Parkplätze, wo eben auch solche Sozialinfrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Und man kann in diesem Verein eben sich auch um diese Sachen kümmern, und das finde ich eine sehr interessante Initiative, und ich bin ganz froh,
dass die Landesrätin Hageli das jetzt aufgenommen hat, diese Idee, und uns gemeinsam da unterstützt, nämlich den Lkw-Fahrerberuf attraktiv zu machen, dass sie wirklich auch Unterstützung in der Praxis haben und dass auch die Straßen dadurch sicherer werden, weil wir Lkw-Fahrer unterwegs haben, die gesund sind, und wenn sie Hilfe brauchen, ist jemand für sie da. Dankeschön.